auf alles, was heute passiert. Ja, sehr schwer, aber in einer halben Stunde müsste ich ja auch ungefähr da sein. Yay, welcome to the sunny side of life. Ich freue mich, dass du wieder hier bist und mich wieder begleitest bei einem neuen Video. Ganz egal, ob im Wasser, ob ich mit euch am Rad drehe, ob ich in der Natur bin oder auf der Bühne. Ich nehme euch ein bisschen mit bei meinen verrückten, abenteuerlichen Reisen und wünsche euch natürlich auch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Punkt 10 Uhr und ja, wir warten auf einen wunderschönen Tag. Ich habe ein paar Löcher in der Hose. Shit. Man könnte meinen, ich war hier schon mal und ich kenne mich richtig, richtig gut aus. Ist aber nicht so. Aber es ist hier alles ziemlich gut ausgeschildert. Das gefällt mir. Und von daher komme ich hier zurecht in diesem Wirrwarr. Jetzt geht erstmal wieder nach oben. Auf die Sonnenseite des Lebens. Bäume, richtig schön. Frische Luft, noch schöner. Wo sind wir hier? Aha. Cool. Mal gespannt. Aber ich glaube, hier ist auch direkt meine Haltestelle. Ich würde sagen, einfacher geht's nicht. Da ist ja schon das Hotel. Ach so, und beim besten Willen hier mit dem Wohnmobil irgendwo lang und einen Parkplatz finden. Sorry, aber sieht jetzt hier nicht so aus, als ob hier Stellplätze und Parkplätze für ein Wohnmobil ist. Ich finde, die Möglichkeit, die ich jetzt hier gewählt habe, war schon noch die richtige. Yay, ich freue mich. Sieht fancy aus, das Hotel. Bin gespannt. So, ganz nah am Rhein. Ich würde sagen, dann gehe ich mal später rein in den Rhein. Nein, natürlich nicht. Aber mal schauen. Sieht auf jeden Fall richtig fancy aus. So ein Harry Potter Aufzug hier einfach. Mega geil. Es riecht nach Spa. Schön hier. Sehr schön. Gucken wir mal, was hier abgeht. Ne, ich melde mich einfach an und frage, wo ich hin soll. Welcome to Crazy Hotel Life. Wow. So, jetzt einmal durch die Halle. Und dann Salon 7. Ist nicht so schön hier. Okay, falsch rum. Wow. Ist echt eine coole Location, muss ich sagen. Sieht fancy aus. Kongress und Festsäle. Probieren wir es da mal. Gar kein Plan, aber da steht schon was, wo ich hin muss. Kriegen wir hin. Bin gespannt. Eine kleine Innenstadt hier. Man kann mal hier einen Blick nach draußen erhaschen. Oh. Deren Ernst? Muss ich jetzt die Treppen nehmen? Es ist nicht das Studio, sondern Salon 7. Drachenfels. Hört sich gut an. Ab zum Drachenfels. Sehe ich gerade. Hier steht mein Name. Okay. Welcome. Area. Okay, ich sollte meinen Schüler nicht so einfach draußen liegen lassen, sondern mal einfach hier reinziehen. Yay! Boah, es ist richtig warm hier. Kann man die Fenster aufmachen? Bitte! Ja, geil! Fresh air! Here we go! Jetzt wäre doch die Frage, ob man hier eine Heizung runterdrehen kann. Wenn ich eine finden würde. Heizung versteckt. Naja, machen wir es mal hier zu. Durchzug. Herzlich willkommen. Aha, cool. Nice. Licht noch. Licht finde ich. Licht ist hier vorne. Decke, Mitte? Nein, Spots vor Leinwand. Ah, dann Spots im Sitzbereich. Ulala.
aber traurig eigentlich, dass man hier das Licht anmachen muss. Aber es ist echt ein bisschen düster hier. Ich glaube, ich kümmere mich um die Haare, bevor jetzt jemand kommt und ich aussehe wie so ein Wischmopp. Es glitzert, wie es funkelt, wie es gleich gespielt werden möchte. Aber noch aushängen muss, weil es komplett zerknittert ist. Man fragt sich ja immer so, ob er irgendwas vergessen hat. Ich habe meine Spiegel vergessen. Toll. Und wo soll ich mich jetzt schminken? Naja, wir haben ja zum Glück ein paar Spiegel hier im Raum. Da ist auch noch einer zur Not. So, hier ist aufgebaut. Darüber darf ich wohl behalten. Hat jetzt auch eine K-Karte, dass es abgeschlossen ist. Sorry, meine Hose ist jetzt meine. Sorry. Hier wird dann gleich das Catering für uns stattfinden, denke ich. Und ich habe mich tatsächlich auch schon verlassen, gerade auf dem Weg zurück. Deswegen zeige ich euch einmal hier diesen wunderschönen Weg zur Bühne. Habe ich euch erzählt, dass ich einfach voll der Fan bin von kleinen, verwogenen Wegen? I like it! So, Sieg ist übertragen, Tür aufgebaut, alles im Backstage-Bereich festgesteckt. Und das ist hier einfach so typisch Backstage, damit die Techies auch zwischendurch was zum Essen haben. Ja. Und hier ist der Rhein. Oh nein. So, ja. Checken wir mal, was hier abgeht. Gehen wir andersrum. Sagen wir, gucken uns einfach hier den Backstage-Bereich erstmal an. So, hier Fluchtweg frei halten und so. Mal gucken, ob wir hier durchluschern können. Chip, 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 Curtain, Curtain, Curtain. Und hier, we are on stage. Geile Location, geiler Kronleuchter. Ready for das Frühlingsfest. Richtig cool. Geil. So, ein bisschen Stretching muss sein. Ich habe mich gerade ein bisschen schon gestretcht. Aber ich dachte mir, das nehmen wir auch ein bisschen mit, weil schadet ja nicht, hier so ein bisschen mal die Beinchen und den Rücken. Und ja, ich mag das. Das ist, wenn dann halt so ein fancy Theatersaal einfach zum Wohnzimmer oder zur eigenen Turnhalle wird. So, habe jetzt nochmal nachgefragt. Ich darf offiziell hier Videos, Fotos machen. Also von daher darf ich jetzt einfach mal, würde ich sagen, so ein bisschen die Bodenprobe filmen. This is all we got. Und ich würde sagen, die Bühne ist sehr schwierig. Kleine Kanten drin. Irgendwie hin. So, wie läuft diese Bodenprobe jetzt ab? Als erstes gucke ich, ob der Boden gerade ist, ob das Rad sich verzieht. In dem Fall nicht. Und danach ist der Rutschtest. War jetzt relativ kurz. Ich kreise es quasi um mich herum und dann drücke ich so ein bisschen gegen, um zu gucken, ob es wegrutscht. Es hat aber gut funktioniert, bis auf dass es ein paar Kanten im Boden gibt. Deswegen treffen wir uns hier gerade zusammen zur Besprechung. Der Boden ist halt ein alter, wunderschöner Bühnenboden aus Holz, aus Platten zusammengelegt. Ich zeige euch das später nochmal. Auf jeden Fall ist es so, dass es halt scharfkantig ist, ab und zu gucken Schrauben raus. Und da mussten wir kurz mal was drüber kleben und ich schaue halt ab und zu immer mal jetzt, während ich die Übungen teste auf der Bühne, ob mein Rad dadurch Probleme bekommt, ob da Risse drin sind oder Schnitte durch den Boden. Und tatsächlich ist das auch so, was natürlich ziemlich blöd ist. Allerdings habe ich jetzt gesagt, okay, hey, vielleicht können wir ja die krummen Schrauben rausdrehen oder da was drüber kleben. Und genau das haben wir jetzt vor. Da haben die netten Damen, netten Herren von der Technik schon das Werkzeug parat und jetzt können wir hier mal schauen, ob wir die Schrauben rauskriegen oder weiter reinkriegen. Und beides hat aber leider nicht funktioniert. Dementsprechend musste eine andere Idee her und das ist einfach kleben. Alles zu kleben. Wir machen die Bühne hier richtig, richtig schön. So, drüber laufen oder? Ja, ja, ich gehe da jetzt drüber. Schön fies, ne? Mhm.
So, hier könnt ihr nochmal diese wunderschönen Kanten sehen. Alles überklebt. So, erstmal wieder zurück zu den Proben. Ja, wie ihr seht, es ist doch relativ aufwendig, so viele verschiedene Sachen, die man beachten muss, wenn man halt auf eine neue Bühne kommt und sich erstmal einspielt, beziehungsweise den Boden checkt. Später machen wir noch die Lichteinstellung und ja, ich habe euch jetzt einfach ein paar kleine Clips in langsam mal gezeigt, bevor es jetzt wieder schnell wird. Hier so ein schöner Wechsel und nochmal ein cooler Spagat. Ja, also das ist halt wirklich sehr, sehr gnädig, der Boden, weil wenn der Boden hart ist, dann kann man sich gut und lange und viel drehen. Wenn er weich ist oder federt, dann klaut es einem die Bewegungsenergie und das ist natürlich schlecht und das möchte man natürlich nicht. So, jetzt wechseln wir bitte einmal kurz die Perspektive. Finde ich nämlich auch ziemlich cool mit diesem Kronleuchter und diesem Ausblick ins Theater. Da habe ich jetzt gleich die ganze Lichtprobe nochmal gefilmt und Soundprobe, allerdings auch wieder im Schnelldurchlauf und habe gesagt, okay, machen wir hier einmal kurz ein Video, was ein bisschen langsamer ist. Und ich finde das auch relativ cool, das kann man im Zeitraffer gleich auch nochmal sehr gut sehen. Man sieht ja den Kronleuchter, der markiert ungefähr die Mitte. Die Bühne, die hört bei diesen zwei schwarzen Kästen links und rechts nicht auf, sondern die geht noch viel, viel weiter. Aber ich bleibe trotzdem immer in der Mitte, das kann man richtig gut sehen. Also das habe ich mir früher immer gewünscht, so richtig auf einem Fleck das alles zu machen. Und jetzt habe ich das durch Zufall gesehen hier, dass ich halt wirklich quasi immer ungefähr unter diesem Kronleuchter performe oder halt meine Bodenprobe habe, beziehungsweise jetzt halt die Lichtprobe, die jetzt beginnt. Das heißt, jetzt war immer nur normales weißes Licht und jetzt wird einfach mal geschaut, okay, mit welchen Lichtern komme ich klar, wenn ich auf der Bühne bin. Also ich sage normalerweise immer, ich möchte kein Stroboskoplicht haben, was aber bei einem langsamen, gediegenen Act eh selten ist, eher bei einem schnellen, beziehungsweise Explore hat ja auch schnelle Stellen, aber war jetzt eh nicht vorgesehen und ja, ein Verfolgerspot ist immer ganz nice, solange es nicht so krass blendet oder halt viele Blinklichter hat. Und ja, hier sieht man wieder, ohne dass ich irgendwie wild jetzt genau auf den Kronleuchter geachtet hatte bei der Probe, also fällt mir wirklich erst im Nachhinein auf, bin ich halt wieder genau unter diesem Ding und kreise mich da entlang. Nee, also haben wir halt quasi den Act einmal so ausprobiert und mit den Lichtern, dann haben wir das besprochen, hab gesagt, ja, das passt für mich alles, cool, sucht euch was aus, weil meistens ist es ja wirklich so, die Lichttechniker, die haben ja viel mehr Ahnung von dem Licht, was sie selber produzieren und was in dem Haus funktioniert und gut aussieht, deswegen lasse ich die meistens die Arbeit ganz gerne machen. Das sieht echt wild aus mit dieser schnellen Ansicht, wenn da dieses ganze Wechsel kommt von den Farben für den Anfang, aber ja, crazy. Das komplette Video muss ich mal schauen, ob ich euch das dann auch gleich zeige. sieht natürlich dann immer von unten nochmal anders aus als von oben. Ja, aber bin relativ happy, hat funktioniert, bin auch damit durch. Hab dann jetzt noch ein bisschen Zeit gehabt in dem Bereich und hab ein bisschen rumgespielt, einfach für mich. Ich hab das vielleicht schon gesehen, das habe ich ja als YouTube Short schon hochgeladen. Und habe aber gedacht, das ist irgendwie schön, auch im Querformat. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, so eine Handstandwelle, die nehme ich auch nochmal jetzt hier mit auf. Und ja, war eine coole Sache. Ja, danke fürs durch das Bild laufen. Die Kommentare dazu waren sehr lustig, aber die hört ihr jetzt nicht. Muss ja nicht sein. Dann haben wir nochmal hier einen schönen kleinen Flickflack. Und dann würde ich sagen, gehen wir aber wieder weiter. So, jetzt habe ich hier ein bisschen rumgespielt. Und ich glaube, ich habe noch eine Stunde Zeit, bis hier Einlass ist. Aber es fühlt sich schon, die Gastro kommt langsam. Und ich werde jetzt hier gleich mal gehen. Aber es ist wunderschön hier, oder? Und dann der Maibaum fürs Frühlingsfest. Sweet. Okay, mit diesem wunderschönen Anblick hier kann man sich ja nicht nehmen lassen, hier mal nach oben zu gehen. Richtig, richtig cool. So eine geile Location. Richtig cool. Hab schon Happy Show gewünscht und wollte mich eigentlich gerade verziehen, ein bisschen Schminken, Haare machen. Aber sieht schon richtig cool aus. Beautiful, beautiful. Ja, ich will gar nicht weg, weil es so schön ist. Oh. Dafür darf ich jetzt Backstage.
bin ich vorhin schon mal verlaufen, aber da bin ich nicht hier reingegangen, wo es halt Garderobe ansteht, sondern ich bin weiter runtergegangen, weil da unten was von Garderobe stand, aber es war ein Pfeil. Mitdenken. Ja. Da wurde gerade nochmal abgefangen, aber jetzt habe ich hier meinen Zeitplan. So, da kamen immer Menschen. Das ist mir dann unangenehm, zu sprechen vor der Kamera. Dann bleib einfach mal hier stehen. Na, auf jeden Fall hatte ich richtig Glück, weil gerade wurde das Catering gebracht und das sind richtig geile Sachen und die riechen so gut. Aber ja, Spätzle und irgendwas mit Sahnesoße geschnetzeltes geht halt leider nicht bei mir. Und dadurch, dass das jemand von der Küche war, der es gebracht hat, habe ich dem gesagt, so, das vertrage ich nicht. Und dann bringt mir jetzt noch was zu essen. Die nächste halbe Stunde war richtig genial. Richtig genial, ja. Und jetzt, bevor ich meine ganze Datenvolumen verballer, schnorre ich mir mal eben WLAN. Ja, wieder in dieser wunderschönen Hall hier. Und ja, ich habe mich noch nicht geschminkt, weil ich einfach noch keinen Bock drauf habe. Hey, guck mal, was eine coole Kamerafahrt. Ja. So cool. Boah, wie ist das los heute? Ich bin auf Garderobe. Internetzugang wird mir gebracht, aber als ich in der Rezeption war, ist da eine Frau gestürzt und hat dann richtig schnell eine Schwellung gekriegt und hat geblutet. Und ich dachte mir so, warum geht denn da keiner hin zum Helfen? Und dann bin ich halt hin und habe ihr geholfen, ersthilfenmäßig, einfach mit Tüchern und Wasser, bis die Sanis jetzt gerade da waren. Und ja, eine von unseren Gästen, die darf jetzt aber erstmal ins Krankenhaus abchecken. Ich hoffe, dass es ihr gut geht, dass sie schnell wieder fit ist und auf den Beinen und glücklich. Ja, ich warte jetzt hier auf mein Essen, auf mein Passwort. Hier mir jetzt die Hände waschen. Da ist noch Bühne dran, Bühnenboden. Der wird auch nochmal für mich geputzt. Einmal nass drüber gewienert, das ist sehr schön. Und dann ja, mache ich mich dann endlich mal hier dran. Ja, ereignisreicher, aber schöner Tag. Richtig lecker. Ich guck mal mit einmal rein mit der Kamera, was es hier Schönes gibt. Geschnetzeltes. Ja auch? Ja. Aber schon relativ leer, gerade an der Kamera. Cool. Spätzle. Und hier, ich glaube, Süßkartoffelragout und irgendwas Weizenmäßiges. Und ein riesengroßes Salatgefühl. Sieht fantastisch aus. Next Step. So, noch nicht ganz fertig, aber fast. Mal wieder hier mit meinem schönen roten Kostüm. Geleckt. Okay, schwarze Sachen an und los geht's. Time for the show. Ich freue mich, dass ich das jetzt machen darf. Und ich glaube, das wird auch sehr cool. Oh, dieses Buffet. Da werde ich dann gleich nochmal reinhauen. Und mein Traum ist es jetzt quasi gerade nochmal mit der Kamera, dass ich die irgendwo hinstellen kann und das filmen kann hier bei diesem richtig, richtig genialen Saal. Das wäre ziemlich cool. Muss ich mal gucken und fragen, wie ich das eventuell umsetzen kann. Und dann werde ich gleich ganz entspannt mich wieder warm machen, in mich gehen und eine schöne Show genießen. Mittlerweile weiß ich auf den Weg zur Bühne. Da ist schon Musik. Und dahinter ist Backstage und Trubel, deswegen Kameramann aus, würde ich sagen. So, was habe ich in der Zeit gemacht, bevor ich mich jetzt hier warm gemacht habe? Wir sind zwei Artisten fürs GOP oder übers GOP für das Event gebucht. Und wir haben einfach ein bisschen gequatscht, ein bisschen Backstage zusammen gechillt, nochmal gefragt, ob wir das filmen dürfen, was wir machen, und Fotos machen dürfen, was wir durften. Das heißt, ich habe bei meinem Kollegen ein bisschen, ja, Fotos und Videos gemacht
für ihn und für seinen Social Media Auftritt und habe ihm dann quasi auch meine Kamera erklärt. Und als wir dann quasi soweit durch waren, habe ich mich ein bisschen gestretcht, wie man gesehen hat. Und dann, ja, da oben sind immer meine Handschuhe, damit ich die nicht vergesse, weil tatsächlich diese Handschuhe vergisst man schnell mal. Und dann, ja, allgemeines Aufwärmen und warm bleiben. Und tatsächlich ist eine echt coole Stimmung da gewesen. Und ich wusste nicht, dass diese Blumen irgendwann für mich sind. Schon da, ich dachte, okay, schön. Hier ein Blick auf die Bühne, sehr schön, mag ich. Und ja, wie man sieht, da sind auch ein paar Requisiten von anderen Menschen und ich drehe das so, meine Runden ist ein Teil von meinem Act und das mag ich gerne, das auch einfach vorher ein bisschen aufzuwärmen. Ich finde das so cool, hier läuft gerade meine Welt und hier draußen geht einfach die ganz normale Welt einfach weiter. Das ist schon verrückt. Richtig verrückt. Ich auch. Wir hatten im letzten Jahr eine Akrobatin, die ganz viele Hula-Hoop-Ringe am Körper hatte. Es war faszinierend zuzusehen. Das jetzt hat überhaupt nichts mit Hula-Hoop zu tun, habe ich gelernt. Auch wenn es ein großer Kreis ist. Wer kennt denn ein Röhlenrad? Das kennen einige, habe ich mich auch nie drin gesehen, genauso wenig wie in dem, was jetzt kommt. Aber sie ist eine atemberaubende Künstlerin, eine Artistin, die uns schon bei den Proben wirklich von den Socken gehauen hat. Denn das, was Sie jetzt sehen, ist denkbar ja nicht möglich. Mit ihrem Sir Gina Simila. Viel Spaß! Zentimeterarbeit hier auf der Bühne zu vollbringen, ist wirklich atemberaubend. Gina Simila mit ihrem Sür. War richtig, richtig cool. Richtig geil. Die Stimmung ist gut. Und jetzt geht es schon wieder unsere Abbauung durch. Das war eine geile Sache. Ich bin echt happy. Happy, happy. Strauß ist ja größer als ich. Oh, so schön. Ja, so schnell ist der Zauber wieder over.
So, bin wieder in meiner Tarnkleidung. In einem normalen Outfit, wo man mich nicht erkennt. Und ja, jetzt geht's ans Aufräumen, fertig machen, einpacken und so weiter. Und diese schönen Blumen, ich habe richtig Angst, sie zu transportieren. Ich hatte schon Probleme, die irgendwo hinzulegen. Die sind so wunderschön. Oh. Und die riechen so schön. Jetzt hole ich meinen Syr. Aber die Kamera lasse ich hier. Das ist zu kompliziert durch die ganzen Gänge. Das obere. Das hat hier auch was. Aber du solltest mal Props. Ich muss ein Selfie, oder? Ich einfach fest. Good, then I know already all the ways. Ach ja, I'll take it. To the stage. Okay. Wir warten immer noch mal bis da. Dass ich hier nicht meine Tür mit habe. Sonst wäre die Wand rot und meine Tür dreckig. Eins, jetzt kannst du dich hinstellen. Ist nur. Ach, ich mach's Handy wieder aus. Sorry, es geht mir gut. Ich darf mein Leben wieder leben. Ich darf wieder Shows spielen. Verrückte Abenteuer erleben. Da bin ich einfach sehr glücklich und dankbar drüber. Okay, ich sollte vielleicht nicht essen und gleichzeitig den Handstand machen. Ich meine, ich kann es verschlucken, den Handstand. Aber ich kann mich nicht auf alles konzentrieren. Meine Füße sind erstaunlich hell. So, ihr seht, nach so einem Tag kann man einfach nicht mehr normal bleiben, sondern wird ein bisschen verrückt. Aber jetzt könntet ihr einfach mal sehen, was so passiert an so einem Showtag mit neuer Bühne, neuer Location. Hier baue ich gerade noch fleißig mein Radl wieder zusammen und der Rest ist auch zusammengepackt. Von daher geht's wieder heim. Mit meinem Abendstimmung, jetzt ist die Sonne schon gerade weg, gerade hat sie noch geleuchtet hinter mir. Es hat auch ein richtig geiles Flugzeug einfach abgehoben. Mein Blumenstrauß ist kleiner geworden, der sah schon so traurig aus und ich hatte noch eine Freundin, die liebe Lille, und die hat mir geholfen mit meinem ganzen Kram hier. Und der habe ich den Rest vom Blumenstrauß geschenkt und sie hat sich total gefreut und hat das auch sehr wertgeschätzt. Weil das ist ja auch die Wertschätzung quasi für meine Arbeit, dieser Blumenstrauß. Und das ist ein sehr, sehr schöner Blumenstrauß gewesen. Und deswegen, ja, habe ich mir eine Blume davon abgemacht, wo ich halt der Meinung bin, die überlebt die Fahrt mit den ganzen Sachen. Und jetzt bin ich auch gleich daheim. Ich bin jetzt in Düsseldorf am Flughafen. Wäre natürlich cool, wenn jetzt genau hier so ein Flugzeug hochjetten würde, aber das tut's nicht. Und ja. Ich habe schon eine andere RE in Köln winken müssen. Die ist mir vor der Nase weggefahren. Aber die hat jetzt 15 Minuten Verspätung. Die kriege ich nämlich jetzt hier nicht, sondern ich nehme noch eine Bahn davor. Das heißt, ich habe Glück und bin nämlich tatsächlich jetzt sogar früher da, als ich da wäre, wenn ich eine halbe Stunde früher mit der anderen Bahn gefahren wäre. Falsche Bahn, da blieb jemand durch. Aber egal. Ich bin total happy, total glücklich. Da ist ein Flugzeug. Großes da! Juhu! Das ist laut! Wow, gute Reise! Ja, auf jeden Fall bin ich total happy und total glücklich. Ich habe jetzt 10 Jahre harte Arbeit in meinen Beruf, in meine Leidenschaft gesteckt. Und das zahlt sich gerade so aus. Ich hatte 2 so tolle Showtage jetzt. Und die letzten Tage halt. Und ich bin einfach sehr, sehr dankbar und sehr, sehr glücklich. Ja, im 7. Jahr selbstständig als Artistin. Ich lebe meinen Traum. Und es fühlt sich verdammt gut an. Ich möchte dich ermutigen. Lebe deinen Traum. Wir haben nur ein Leben. Und wenn man es einmal macht, dann reicht es auch. Und jetzt kommt schon meine Bahn eingefahren. Und von daher würde ich sagen, ich verabschiede mich bei euch und wünsche eine verdammt tolle Zeit. Bis ganz bald, deine Gina.
muss ich beeilen. Das war schon wieder ein Video von mir und ich freue mich total, dass du es dir angeschaut hast und ich hoffe natürlich, dass es dir auch gefallen hat. Wenn dem so ist, bitte hinterlass mir doch auch einen Daumen nach oben in der Bewertung und schreib mir einen lieben Kommentar oder natürlich auch Fragen oder andere Anregungen. Da freue ich mich immer sehr drüber, was von euch zu lesen. Falls du jetzt ganz neu hier bist, hey bitte abonnier mich doch. Hier gibt's ganz viele verschiedene Sachen von Akrobatik und Artistik über Reisen, über ganz viele verschiedene Dinge und ja, ich freue mich, dass du dabei warst und wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Bis bald. Ciao.